Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hi zusammen und willkommen in einer neuen Streaming-Woche. Wir haben Montag, den 21. November. Heute nehmen wir euch mit in eine magische Welt, in der nicht alles so märchenhaft ist, wie sich das die Prinzessin wünscht. Vorher aber wird es ein bisschen ernster, denn den Anfang macht ein Drama über Rassismus und Abschiebungsvorgehen in den USA. Antonio Leblanc lebt in einer kleinen Stadt in Louisiana. Er hat die Liebe seines Lebens geheiratet, Kathy, und ist für ihre Tochter Jessie ein guter Ersatzvater. Antonio wurde in Korea geboren, wurde dann aber mit 3 Jahren adoptiert und ist nach Amerika gekommen. Immer wieder muss er sich rassistische Anfeindungen gefallen lassen und irgendwann droht ihm dann plötzlich die Abschiebung. Ich verstehe das einfach nicht. Wie können die ihn auf einmal ausweisen? Ich bin mit 3 hierher gekommen. Können wir dagegen überhaupt nichts tun? Ich meine, hören Sie ihm zu, sehen Sie ihn an, er ist Amerikaner. Die Einwanderungsbehörde nimmt Leute wie Sie ins Visier, adoptiert oder nicht. Ich lebe hier seit über 30 Jahren. Außerdem sind Sie vorbestraft. Eigentlich berechne ich im Voraus $5,000. Werfen die dich raus? Nein, meine Kleine. Ich gehe nirgendwo hin. Antonio kann freiwillig das Land verlassen oder gegen seine Ausweisung klagen. Sollte er den Prozess allerdings verlieren, darf er nicht mehr in die USA zurückkehren. Ihr könnt das Melodrama Blue Bayou jetzt bei Wow streamen. Unser Doku-Tipp beschäftigt sich mit einem sehr umstrittenen Gesetz in Deutschland. Laut Paragraph 218 im Strafgesetzbuch sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland verboten und können mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft werden. Mittlerweile gibt es Ausnahmen von diesem Gesetz, sodass Schwangere legal abbrechen können und auch ÄrztInnen keine Strafe befürchten müssen. Doch gerade in den 60er Jahren hat der Paragraph 218 Schwangere in lebensgefährliche Notlagen gebracht. Damals gab es noch keine sexuelle Aufklärung und auch Verhütungsmittel waren kaum verfügbar. Schwangerschaftsabbrüche wurden illegal vorgenommen und viele Frauen sind bei diesen Eingriffen gestorben. Wer unverheiratet schwanger wurde und die Schwangerschaft nicht abbrechen wollte, hat sein Kind heimlich zur Welt gebracht und es danach oft weggegeben. Und selbst ärztlicher Rat war damals oft schwer zu kriegen, denn der Schwangerschaftsabbruch wurde im Medizinstudium eigentlich gar nicht gelehrt. All diese Geschichten vereint die Doku Ungewollt schwanger in Deutschland, der Paragraph und ich, und erzählt von Frauen, die wegen ihrer eigenen negativen Erfahrungen zu Aktivistinnen wurden. Die Doku läuft heute um 23.50 Uhr im Ersten oder ihr streamt sie einfach jetzt schon in der ARD-Mediathek. Zum Schluss haben wir noch magische Unterhaltung für euch. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Film Verwünscht aus dem Jahr 2007. Amy Adams spielt die Disney-Prinzessin Giselle, die aus ihrer animierten Märchenwelt ins echte New York gezaubert wird. Dort trifft sie, nach viel hin und her, ihren Traummann Robert, gespielt von Patrick Dempsey. Seit ihrer Hochzeit sind 15 Jahre vergangen. Die beiden haben genug vom Leben in New York und ziehen in der Fortsetzung jetzt aufs Land. Aber auch da ist es für Giselle noch nicht märchenhaft genug und sie spricht einen folgenschweren Wunsch aus. Ich wünschte... Wuschiges Backenhörnchen! Warte mal, wieso kann ich sprechen? Ich habe mir ein Leben wie im Märchen gewünscht und dann lief alles schief. Oder absolut richtig. Giselle, was hast du nur getan? Das ist böse. Bitterböse. Giselle verwandelt aus Versehen die ganze Stadt in eine Märchenwelt. Statt dadurch aber ihrem Traum, glücklich bis ans Lebensende zu sein, näher zu kommen, bringt sie sich und ihre Familie in Gefahr. Wie in Märchen üblich, hat sie nur noch bis Mitternacht Zeit, ihren Zauber rückgängig zu machen, falls sie das denn will. Das Märchen-Comedy-Musical Verwünscht nochmal könnt ihr jetzt bei Disney Plus gucken. Das waren unsere Tipps zum Wochenstart. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann folgt doch gerne diesem Podcast kostenlos überall dort, wo es Podcasts gibt. Und die neueste Episode landet dann direkt in eurem Feed. Anja Bolle hat sich die Tipps für heute angeschaut. Florian Drexler hat die Episode produziert. Mein Name ist Eileen Wrozina und wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.